Hallo, willkommen bei Money, Finanzen kann jeder. Die Märkte haben sich gestern schön erholt, was natürlich für mich bedeutet, dass ich erst einmal die positiven Kurse laufen lasse. Nach dem großen Abschwung der letzten Wochen und der schönen Erholung warte ich jetzt erst einmal ein bisschen ab, um zu sehen, wie nachhaltig das Ganze ist. Ich habe ja auch in den letzten Wochen genug investiert und jetzt schaue ich mir mal das Ganze von der Seitenlinie an. Das bedeutet natürlich auch, dass ich jetzt wieder mehr Zeit für die Analysen finde und auch mehr Zeit habe für kleinere Experimente. Nachdem ich gestern Abend schon ein neues Schnellanalyseformat getestet habe, möchte ich heute mal ein neues Format für eine Einzelanalyse testen. Ich möchte durch diese Versuche das beste Format für euch, aber auch für mich finden und deswegen experimentiere ich gerne hin und wieder ein wenig herum. Dann fangen wir mal direkt mit der Analyse an. Das heutige Unternehmen, das ich mir anschauen möchte, ist die American Water Works. Die American Water Works Company ist ein US-amerikanischer Wasserversorgungskonzern. Das Unternehmen ist auf Service in den Bereichen Wasser und Abwasser spezialisiert. Neben Kundenservice und fachlichen Know-how liefert der Konzern qualitativ hochwertiges Trinkwasser, sichere und effektive Abwasseraufbereitung sowie weitere damit einhergehende Management-Services. Seine Dienstleistung bietet der Konzern 15 Millionen Menschen in den Gemeinden der Vereinigten Staaten sowie Kanada an. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von 25,6 Milliarden Euro, ein Kursumsatzverhältnis von gut 8, also jetzt nicht gerade klein. Eine Eigenkapitalquote von 27%, aber auch ein Nettoverschuldungsgrad von ordentlichen 9,38. Dann schauen wir uns mal das Unternehmen an. Als erstes mal den Chart. Ich habe diesmal mal den schnellen Chart von Trade Republic genutzt, weil ich jetzt auch mal das Unternehmen über die App mal zeigen und vorstellen möchte. Was wir auf jeden Fall sehen, das ist jetzt hier der 5-Jahres-Chart, ist, dass die Aktie kontinuierlich und schön nach oben läuft. Also der Chart selber, der sieht wirklich toll aus. Also wir haben wirklich eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung, natürlich auch unter Schwankungen. Aber selbst das Corona-Tief, was wir hier gesehen haben, war jetzt auf den langen Chart bezogen jetzt nicht wirklich schlimm gewesen. Und auch jetzt sehen wir, dass im Endeffekt der Einbruch der Aktie, wir waren ja im Hoch, also bei 165 Euro, dass der relativ human auch ausfällt. Also da waren andere Unternehmen natürlich viel stärker von den Abverkäufen betroffen. Liegt natürlich auch am sicheren Geschäftsmodell. Wie gesagt, charttechnisch sieht das eigentlich insgesamt sehr gut aus. Wir sehen auch, dass wir in dem langjährigen Aufwärtstrend auch jetzt kontinuierlich noch immer dabei sind und an der Unterseite jetzt auch wieder abgeprallt sind und nach oben gelaufen sind. Auf kürzere Sicht, auf Jahressicht sehen wir natürlich, dass die Sache dann schon wieder ein bisschen humaner abläuft. Also wir liegen jetzt nicht viel weiter höher, 20% wie vor einem Jahr. Aber wir sehen halt auch, dass wir jetzt hier vom Hoch ordentlich zurückgelaufen sind, aber auch jetzt schon wieder eine Erholung sehen. Also schön nach unten durchgereicht und dann jetzt kommt die Erholung. Also insgesamt gegen den Chart kann man jetzt nicht allzu viel sagen. Also auf kürzerer Sicht sieht der schlimmer aus, auf lange Sicht sieht der eigentlich immer noch sehr, sehr gut aus. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Wir sehen auch hier, dass wir eine Dividendenrendite von gut 1,55% hier erhalten. Wenn ich jetzt in die Zahlen reingehe, sehen wir auch das solide und gute Geschäft von American Water Works. Wir sehen, dass die Umsätze jedes Jahr leicht kontinuierlich steigen. Also immer so 1, 2, jetzt mittlerweile schon so 4%. Gut, die Dynamik nimmt jetzt leicht ab, aber es ist ein schönes, solides, sicheres Geschäft, was das Unternehmen betreibt. Was auch wirklich sichere und leicht anwachsende Umsätze bedeutet. Das Gleiche setzt sich dann auch bei den Gewinnen fort. Hier einmal der EBITDA-Gewinn. Wir sehen auch hier, dass wir ein schönes Niveau halten und auch eine schöne, leichte Steigerung hier haben. Und was natürlich super auffällt, ist die enorm hohe Marge, die das Unternehmen hat. Und die Marge wird auch, gut in einer engen Spanne auf einem hohen Niveau gehalten. Wenn wir uns die letzten 5 Jahre angucken, da haben die immer eine Marge gehabt von 48 bis 51%. Also das ist schon sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig gut hier. Was ganz in Ordnung ist, ist auch die EBIT oder der EBIT-Gewinn. Wir liegen immer auf einem recht ordentlichen Niveau von gut 1 Milliarde Euro. Wir sehen aber hier, dass wir hier leichte Schwankungen haben. Mal ein paar Prozent hoch, mal ein paar Prozent runter und hier tut sich nicht allzu viel.
Aber wirklich negativ ist es natürlich nicht, ne? Und es bleibt ja auch ein ordentlicher Gewinn hier hängen. Ich habe mir natürlich auch die Schätzungen angeschaut und ja, die Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze in den nächsten 3 Jahren jedes Jahr so um 200, 300 Millionen Dollar steigt. Ne? Also der Umsatz, den wir jetzt hier sehen, soll auch so schön weitergeführt werden und schön kontinuierlich auch wachsen. Ne? Nicht in großen Dimensionen, aber so in einem Verhältnis, ja, was man ja gerne entgegennimmt. Ne? Wahrscheinlich ist das Wachstum auch in der nächsten Zeit eventuell ein bisschen stärker. Die Schätzungen gehen auch davon aus, dass der Gewinn dementsprechend auch dann ja, jedes Jahr leicht zulegen soll. Der EBITDA-Gewinn könnte jetzt so jedes Jahr um gut 150 Millionen Dollar steigen, ne? Was also insgesamt jetzt nicht schlecht aussieht. Was nicht schlecht aussieht, ist auch ja, die Dividenden. Ne? Wenn ich jetzt mal hier reingehe und mir die Dividendenzahlungen angucke, wir sehen, dass wir hier eine leichte Steigerung haben. Schön 4-mal im Jahr wird eine Dividende ausgezahlt. Auf Dollarbasis sieht es natürlich besser aus. Hier haben wir natürlich auch noch den Umrechnungsfaktor Dollar zum Euro drin. Deswegen haben wir hier eine leichte Verzerrung. Aber auf Dollarbasis sehen wir eigentlich, dass das Unternehmen auch jedes Jahr schön seine Dividende anhebt. Ja, was dann nicht ganz so schön aussieht, ist das Analystenbild. Ich habe jetzt auch mal das jetzt hier von Trade Republic genommen. Ja, wir sehen also, es ist kein einheitliches, positives Bild vorhanden. Ne? Momentan sagen die Analysten ein durchschnittliches Kursziel voraus von 151 Euro. Ne? Wir liegen momentan bei 141. Ist also nicht allzu viel ja, das Aufwärtspotenzial, was jetzt im Durchschnitt von den Analysten gesehen wird. Ne? Gerade mal so 7%, 7-8% ist natürlich nicht viel. Und wir sehen auch, dass der Kurs, der aktuelle, eigentlich so ja, fast mittig in der Spanne liegt zwischen dem mindestens also dem Mindestkursziel eines Analysten und dem maximalen Kursziel. Und wir sehen ja auch von den Empfehlungen her, es ist durchmischt. Ne? Die meisten sagen halten, dann haben wir halt einen Teil, die noch kaufen sagen, aber fast ein gleich großer Anteil, der auch verkaufen sagt. Also jetzt nicht ein bombastisch gutes Analystenbild. Das sollte dann erstmal reichen. Dann kommen wir zu der Punkteverteilung. Ich habe jetzt hier soweit alles eingetragen. Bei der Aktienanzahl war auffällig, ja, dass diese jedes Jahr steigt. Ne? Nicht viel, aber jedes Jahr werden mehr Aktien rausgegeben. Aktuell haben wir gut 1,77% mehr Aktien wie vor 4 Jahren. Ist natürlich ein Bild, was ich gerne andersrum haben will. Ne? Ich mag es, wenn die Aktienanzahl jedes Jahr leicht sinkt. Von mir aus auch stärker, aber sie sollte zumindest, ja, gleichbleibend sein oder sinken. Das wäre das Ideale in meinen Augen. Hier ist genau das Gegenteil der Fall. Die Aktienanzahl steigt kontinuierlich an. Bei den Insider-Trades sah das Bild ganz gut aus. Ich habe insgesamt in den letzten 2 Jahren 9 Verkäufe gesehen, aber auch 2 Käufe. Immerhin, kann man ja auch nicht verachten. So, und dann will ich auch nochmal eben meine Meinung eben kundtun. Also American Water Works ist natürlich ein Unternehmen, ja, was ein bombensicheres Geschäft hat. Ne? Wasserwirtschaft ist jetzt aber auch in der Zukunft sehr wichtig. Ja? Man muss hier nicht viel Konkurrenz fürchten. Diese Sicherheit schlägt sich natürlich auf den Kurs nieder, der aus fundamentalen Gesichtspunkten ja, jetzt nicht wirklich billig ist. Tja, Sicherheit bedeutet halt auch höhere Kurse. Ne? Man hat ja auch am Chart gesehen, dass die Aktie eigentlich recht gut und ruhig nach oben läuft. Allerdings gibt es auch ein paar Sachen bei dem Unternehmen, ja, die mich stören. Ja, das wären zum einen die Schulden. Also die Tendenz, die ich hier gesehen habe, ja, die war nicht schön. Denn ja, der Schuldenberg wächst eigentlich kontinuierlich jedes Jahr leicht an. Und ja, und dann haben wir noch einen enorm hohen Nettoverschuldungsgrad, der bei über 9 liegt. Ja, also das Unternehmen bräuchte gut 9 Jahre, fast 10 Jahre, um mit seinem erwarteten EBITDA-Gewinn seine Schulden zu begleichen. Und das ist ein hoher Wert. Ja, also soll man sich jetzt nicht vertun. Gut, durch das sichere und gewinnbringende Geschäftsmodell kann sich das Unternehmen das natürlich auch leisten. Aber wirklich schön ist was anderes. Dann erhöht sich auch jedes Jahr die Aktienanzahl, ne, was ich ja gerade schon gesagt habe. Was verständlich oder selbstverständlich auch nicht positiv für die Aktionäre ist. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, ja, sind die negativen Free Cashflow-Beträge. Leider liegt dieser Betrag bei gut minus 652 Millionen Dollar im Jahr 2022. Und ja, das wird sich laut Schätzungen in der Zukunft auch nicht ändern. Nö, es wird sogar noch schlimmer. Glaubt man den Schätzungen, dann wird sich dieser Betrag dann ja noch auf minus 1,1 Milliarden im Jahr 2024 erhöhen. Also das gefällt mir jetzt nicht wirklich.
Die Analysten, ja, die schreien jetzt auch nicht gerade, geht hier rein. Ne? Wir liegen mit dem aktuellen Kurs genau in der Spanne der ja, mindestens und ja, maximalen Kursziele. Und es gibt auch Analysten, ja, die von einem Kauf abraten. Außerdem ist das durchschnittliche Kursziel nur 7% vom aktuellen Kurs entfernt. Ja, das reizt mich jetzt nicht wirklich, denn ja, ein wenig mehr Potenzial möchte ich schon sehen. Wenn die Aktie aus irgendwelchen Gründen mal zurückkommt, ja, dann kann ich mir hier einen Schritt in das Unternehmen durchaus vorstellen. Sie haben halt ein sehr sicheres Geschäftsmodell, aber in meinen Augen ja, sind sie auf diesem Kursniveau nicht sonderlich attraktiv für den ersten Einstieg. Und dementsprechend, ja, die Bewertung, die passt mir nicht. Ja, sie läuft schön, sie läuft kontinuierlich, aber sie ist recht teuer und hat halt dann noch ein paar Probleme. Vor allem die Schuldenseite ist jetzt nicht so das, was mich wirklich begeistert. Na gut, ich habe auf jeden Fall, weil mich Sachen natürlich begeistert haben, ne, dieses kontinuierliche, sichere Geschäftsmodell, aber auch Punkte, die mich ein bisschen abgeschreckt haben, wie der hohe Schuldenberg, die Analystenmeinung und alles andere, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen habe ich ja auch nur durchschnittliche 5 Punkte vergeben. So, dann wollen wir uns das Ergebnis natürlich auf der Auswertungsseite auch anschauen. Es ist natürlich nicht das, was ich mir erhofft habe. Ne, mein Tool hat jetzt ein relativ ja, niedriges Ergebnis ausgegeben als Ergebnis. Na, immerhin sagt er aber, dass wir über 50% liegen und mein Anfangsinvestbetrag liegt bei 619 Euro, sprich 61,9% von meinem maximalen Startbetrag und die maximale Investsumme liegt bei 1896 Euro, sprich 63,2%. Ich hab mir wirklich mehr erhofft. Na, ich habe ja damals, wo ich mir das erste Mal das Unternehmen angeguckt habe, die Charts angesehen, die Zahlen angesehen, das sah ja auf den ersten Blick ja auch ganz gut aus. Aber da zeigt sich ja auch mal wieder, dass eine genauere Analyse dann doch was anderes ist als so ein schneller erster Blick. Na, dann habe ich halt anschließend festgestellt, na, dass solche Punkte da sind, wie zum Beispiel, ja, dass die Aktienanzahl sich permanent erhöht, dass der Schuldenberg relativ hoch ist, dass der Nettoverschuldungsgrad sehr hoch ist, das negative Free Cashflow, das Analystenbild, was nicht ganz so positiv ist. Also das sind alles Punkte, die natürlich dann auch sich hier in der Bewertung niederschlagen. Und ja, auch wenn ein Unternehmen auf den ersten Blick sehr, sehr gut aussieht, ja, heißt es noch lange nicht, dass es in meinen Augen dann wirklich dazu reicht, um wirklich hier ja, einzusteigen. Also ich kann mit dem Ergebnis, glaube ich, sehr gut leben. Das war's dann für heute. Es folgt dann jetzt noch das übliche Ranking im Anschluss. Ne, mal sehen, auf welchem Platz die Aktie es geschafft hat. Ich verabschiede mich schon einmal und hoffe, ja, dass die Analyse bzw. der Blick auf die Aktie euch gefallen und auch ein bisschen geholfen hat. Und dass natürlich auch dieses ja, Format, was ich jetzt neu hier habe, auch jetzt nicht schlecht ist. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Ne? Das würde mir helfen, den Kanal auch ein bisschen bekannter zu machen. Und es würde mir natürlich auch ein bisschen bestätigen, dass dieses Format für euch okay ist. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, und hin und wieder kann das ja mal passieren, dann macht auch das, ne, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Dann schauen wir uns noch eben das Ranking an. Mal sehen, wo das heute analysierte Unternehmen sich platzieren konnte. Nur zur Info, das Ranking wird durch die Prozentzahl des maximalen Investbetrags bestimmt. Das wäre die graue Spalte rechts. Ja, das mache ich dabei, maximalen Anfangsbetrag, zu viele kurzfristige Einflussfaktoren mit einfließen, wie der Fear and Greed Index, ja, die in ein paar Monaten keine Bedeutung mehr haben. Ja, alle Analysen zu den Firmen findet ihr natürlich auf der Kanal-Hauptseite, unter Playlist oder unter diesem Video in der Beschreibung. So, wo ist denn American Water Works jetzt gelandet? Ja, da müssen wir natürlich bei der Bewertung ein bisschen runterscrollen, denn leider ist die Gesamtwertung ja jetzt nicht ganz so schön gewesen. Und dann sind wir hier auch angekommen. Ich werde es auch gleich finden. Ihr habt es bestimmt schon. Ich jetzt auch. Platz 121. Leider nicht wirklich hoch. Ja, woran es lag, ne? Also wo ich die Risikoabschläge gesehen habe, habe ich ja gerade ausgiebig ja, erklärt. Und ja, das ist halt schade eigentlich, weil ich suche ja immer noch ein Unternehmen, ja, auch aus dem Bereich Wasserwirtschaft. Und ich hatte hier sehr viele Hoffnungen gehabt, dass ja, bei dem Unternehmen nach dem Chartverlauf, dass hier ja, ein Unternehmen zu finden ist, ja, was mich auch wirklich anspricht. Aber leider, ich habe wirklich ein paar Punkte gefunden, die mich wirklich ja, jetzt nicht abgeschreckt haben, ne? Weil sie haben nun mal auch ein gutes Geschäftsmodell oder beziehungsweise ein gutes Geschäft. Aber ja, es sind Sachen, die stören mich einfach. Und ich möchte halt auch ja, in einem Unternehmen gerne reingehen, wo ich nicht so viele negative Punkte finde. Ne? Man möchte sich ja auch mit dem Unternehmen auf lange Sicht wohlfühlen. Und hier sind doch ein paar Punkte, ja, die mich jetzt nicht so begeistert haben. Aber auch solche Unternehmen und solche Analysen müssen auch mal sein. Man muss ja auch mal ja, Unternehmen auch mal haben, die jetzt nicht so schön aussehen. Aber wie gesagt, ich hätte gerne ein Unternehmen jetzt aus diesem Bereich in mein Depot gepackt.
Leider ist es nicht American Waterworks geworden, weil ich gehe mal davon aus, bei dem, was ich gesehen habe, das Unternehmen ist jetzt keine Katastrophe. Es ist solide, es ist gut, aber ich glaube, ich werde hier noch Besseres finden. So, ich scroll mal einmal kurz bis ganz unten, damit alle Neuen und alle Zuschauer, die mal die komplette Liste sehen wollen, das jetzt auch machen können. Und dann scrolle ich noch einmal hoch, schnell an American Waterworks vorbei. Und dann, wenn wir oben angekommen sind, würde ich sagen, reicht das auch für heute. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!